Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in unserer Playlist Swift UI im Detail. Es freut mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, und ich habe ja schon angekündigt, was wir uns in diesem Video angucken, nämlich eine Funktion, um Zellen, die wir in einer Liste haben, zu verschieben. Und da nutzen wir im Endeffekt das Wissen, das wir uns jetzt schon in den letzten Videos angeeignet haben, denn die Grundlage, um Zellen in einer Liste verschieben zu können, ist erneut eine ForEach-View. Es gibt bei ForEach einen entsprechenden Modifier, das kann ich euch ja gerade mal in der Dokumentation zeigen, einen Augenblick. Wir rufen mal ForEach auf. So, und dann sehen wir hier unten, das haben wir uns ja schon mal angeguckt, im Bereich Performing Actions einen Modifier onMove. Und der ist genau für dieses Verhalten verantwortlich, was ich eben beschrieben habe, dass wir imstande sind, Elemente zu verschieben. Ja, das bedeutet, wir können aus einer einfachen Liste heraus nicht Zellen verschieben. Wir müssen dazu eine ForEach-View nutzen, genau wie beim Löschen auch. Das bedeutet, wenn ihr in einer Liste Zellen habt, die ihr verschieben möchtet, dann müsst ihr die Zellen, die verschiebbar sein sollen, nochmal explizit in eine ForEach-View packen. Wir werden das in diesem Beispiel nutzen, um einfach diese bestehende ForEach-View, wo wir bereits auch eine Funktion zum Löschen implementiert haben, dass wir die erweitern werden, um die entsprechenden Zellen auch verschieben zu können. Bedeutet in unserem Fall, alle Zellen bis auf diese hier, ja, bis auf die erste, lassen sich dann also untereinander verschieben. Wie läuft das Ganze ab? Wir haben ja schon gesehen, der Modifier, den wir dafür brauchen, nennt sich onMove und ist Teil einer ForEach-View. Also wir können das nur auf ForEach aufrufen. Und was wir hier an Parametern bekommen, ist ein bisschen anders. Es handelt sich weiterhin um ein Closure, das wir hier an der Stelle implementieren. Dieses Closure liefert uns aber nicht nur einen Parameter, sondern zwei. Der Grund ist relativ simpel. Wir erhalten als ersten Parameter, das ist das Index-Set, die vorherige Position der Zelle, die verschoben wird. Und der zweite Parameter, der Integer, gibt uns den Index der Position, wo die Zelle hin verschoben werden soll. Ja, also die Quelle, von wo aus wurde dieser Verschiebevorgang gestartet und wo soll es hingehen. Ja, das heißt, ich benenne diese Parameter auch mal passend. Das Index-Set nenne ich einfach Source und den Integer nenne ich Destination. Und dieser onMove-Modifier wird jedes Mal ausgelöst, wenn eben eine passende Verschiebeaktion innerhalb der Zellen hier von ForEach durchgeführt wird. Jetzt ist natürlich die Frage, wie aktualisieren wir unser Model an der Stelle mit diesen Informationen? Das ist ähnlich wie beim Löschen an dieser Stelle recht simpel, da wir hier wieder ein Array nutzen, denn Arrays bringen eine passende Funktion mit, die sich auch Move nennt und die genau diese beiden Parameter erwartet. Ein Index-Set, das sozusagen die Ursprungsposition darstellt und ein Integer, der uns sagt, wo soll es hingehen. Und das ist natürlich extrem bequem, weil wir einfach jetzt diese Methode aufrufen. Move from Offsets übergeben hier Source und bei toOffset übergeben wir die Destination. Und das war's. Ja, das ist eben hier der große Vorteil. Wenn man natürlich eine andere Datenbasis hat, muss man sich entsprechend darum kümmern, diese Informationen auszuwerten und das zu tun, was man tun möchte. Ja, darum soll es jetzt an der Stelle auch gar nicht gehen. Wir machen uns das zunutze, dass hier unsere Datenbasis eben einem Array entspricht. Und wenn wir mit so einem Array arbeiten, ist es wirklich sehr, sehr simpel, weil wir einfach diese Methode nutzen können, um die Verschiebung durchzuführen, so wie wir das brauchen. So, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr seht ja, die Preview läuft schon, ist auch schon im Ausführungsmodus. Nur, ja, irgendwie, wie das Verschieben jetzt vonstatten gehen soll, das ist nicht so ganz ersichtlich. Also so Drag-and-Drop-mäßig funktioniert das nicht. Und ihr seht auch, ja, es gibt sonst keinerlei Interaktionsmöglichkeiten, wie wir das Ganze anstoßen können. Beim Löschen, wissen wir ja, haben wir die Swipe-to-Delete-Geste, die wir nutzen können. Irgendwas in der Art fehlt uns hier aber. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir in der letzten Lesson den Edit-Button betrachtet haben. Denn den haben wir hier ja noch drin. Wenn ich den jetzt betätige, wechseln wir wieder in die Edit-Ansicht. Wir sehen auch wieder bei den betreffenden Views hier den Lösch-Button, um die entfernen zu können. Ihr seht aber auch hier diese drei horizontalen Linien bei jeder Zelle. Und genau die bekommen wir, seitdem wir hier den onMove-Modifier implementiert haben. Das kann ich auch nochmal beweisen. Passt mal auf. Falscher Befehl. Zack. Ich kommentiere das nochmal aus. Wir gucken uns das nochmal an. Ihr seht, hier ist nichts von diesen Anfassern zu sehen. Das hat also, dafür hat unser onMove-Modifier gesorgt, dass wir jetzt hier diese Anfasser haben. Und genau die nutzen wir auch zum Verschieben der Zellen. Ja, ich kann jetzt also hergehen, kann hier durch Drücken dieses Buttons sozusagen das Ganze anfassen und kann das dann hier wunderbar in meiner Liste verschieben. Und
Sobald dieser Verschiebevorgang beendet ist, wird jedes Mal hier der OnMove-Modifier gefeuert, kümmert sich um die Aktualisierung und deswegen wird auch hier die Liste immer korrekt angezeigt, da hier TestPersons ein State ist. Ja, und das bedeutet, wir ändern hier ja TestPersons nach der Verschiebung und das führt eben dazu, dass das Ergebnis auch korrekt angezeigt wird. Ansonsten, wenn wir nicht so eine Aktualisierung hätten, könnten wir zwar hier ein Element verschieben, würden im Anschluss aber den gleichen Aufbau der Liste zu sehen bekommen. Deswegen ist es hier wichtig, dass das ein Status ist, dass nach Aktualisierung dieses Arrays auch unsere View aktualisiert wird und die Liste das korrekt widerspiegelt. Ja, aber im Endeffekt ist es das schon. Das ist auch sehr, sehr komfortabel. Man muss eben nur berücksichtigen, wenn man auch diese Funktion zum Verschieben von Zellen nutzen möchte, genau wie beim Löschen, dass man das dann über for each implementieren muss, dass man das nicht übergreifend für eine ganze Liste setzen kann. Ja, und ihr seht auch wieder den Effekt, genau wie beim Löschen auch, diese erste Zelle, die nicht Teil von for each ist, hat auch keine Möglichkeit verschoben zu werden, weil diese Funktionen eben zum Löschen und zum Verschieben nur für die Elemente greifen, die wir innerhalb von for each implementiert haben. Ja, Freunde, und damit sind wir am Ende von diesem Video angelangt, haben jetzt schon sehr, sehr viel zu for each erfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen soweit. Wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt, lasst mir gerne einen Kommentar da, dann gucke ich mir das an. Und ansonsten verabschiede ich mich an der Stelle, wünsche euch eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!